Wenn es etwas gibt, worauf wir stolz sind in der Schweiz, ist es die direkte, eigentlich nur halbdirekte Demokratie, also das Recht an der Urne, über wichtige Sachfragen zu entscheiden. Dieses Volksrecht ist wahrscheinlich für uns zum eigentlichen Identitätsmerkmal geworden. Und es verändert die politischen Prozesse grundlegend gegenüber parlamentarischen Demokratien, weil das Referendum als Mahnung immer, auch wenn es nicht ergriffen wird, über dem staatlichen Handeln schwebt und es beeinflusst. Und die Volksinitiative zwingt die Regierenden auch zur Befassung mit missliebigen Themen. Und wenn das Volk entschieden hat, ist der Entscheid verbindlich. Beim Volk sehe ich im Wesentlichen vier Auswirkungen der direkten Demokratie. Erstens sammelt sich über die Jahre im Volk ein beachtliches Wissen über politische Zusammenhänge an, auch ein Gefühl dafür, eine Art Intuition. Und man schätzt, dass etwa 30, man spricht ja häufig von den zu tiefen Stimmbeteiligungen bei uns, aber man schätzt, dass immerhin etwa 30% der Bürgerinnen und Bürger regelmäßig auf allen drei bundesstaatlichen Ebenen an den vielen Abstimmungen teilnehmen. Und das ist doch eine ganz beachtliche Leistung. Zweitens geben Volksentscheide angenommenen Vorlagen hohe politische Legitimität. Die Behörden haben den Entscheid, auch wenn er nicht in ihrem Sinne getroffen worden ist, ohne Kritik am Stimmvolk höflich zu akzeptieren. Und wir wissen aus der Verhaltenspsychologie, was sie natürlich dann auch nicht immer tun, aber wir wissen aus der Verhaltenspsychologie, dass Menschen Regeln besser einhalten, wenn sie am Entscheidprozess beteiligt waren. Und das trifft eben auch für die Unterlegenen zu, wenn sie den Prozess als fair empfinden. Und das ist gewiss mit auch ein Grund, dass eben in der Schweiz Steuern auch akzeptierter sind als vielleicht anderswo, tendenziell die Steuerehrlichkeit eher höher, obschon wir nach den neuesten Zahlen wissen, dass sie auch nicht ganz hundertprozentig sind, aber vor allem auch das Schwarzarbeitsniveau einiges tiefer ist als anderswo. Und drittens haben die Volksrechte eine integrierende Wirkung auch auf Minderheiten, weil diese auch gegen den Willen der Mehrheit ein politisches Problem traktandieren können, Referendum oder Volksinitiative. Und das erzeugt dann eine breite öffentliche Diskussion, welche die Öffentlichkeit für das zugrunde liegende Problem sensibilisiert. Und die Minderheit fühlt sich dann ernst genommen. Und so gesehen haben die Volksrechte eine wichtige Ventilwirkung. Es müssen dann weniger Menschen mit gelben Westen im Lande herummarschieren. Und das vierte, das Bewusstsein bei wichtigen Sachfragen, das letzte Wort zu haben und es denen da oben in Bern auch einmal die gelbe oder rote Karte zeigen zu dürfen, was ich seit meinem Rücktritt auch hin und wieder tue, das führt auch zu einem anderen Staatsverständnis. Man ist nicht einfach einem anonymen, dominanten Moloch, einem Leviathan ausgeliefert, sondern man gehört einem politischen Verbund an, an welchem man mitbestimmt, und das bildet gewiss auch ein Gegengewicht zum lähmenden Gefühl der Machtlosigkeit etwa einer zunehmend globalisierten Welt gegenüber. Und in vielen Fällen hat die direkte Demokratie auch eine disziplinierende Wirkung auf die Politik. Ein einiges Beispiel hast du erst vorhin erwähnt. Die Schuldenbremse wurde im Jahr 2001 mit über 84% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger angenommen. Und damit hat das Volk, ich glaube, Bundesrat und Parlament zur finanzpolitischen Disziplin so regelrecht verurteilt. Es hat sich auch gezeigt, dass Kantone mit einem Finanzreferendum, also mit der Möglichkeit, einzelne Haushaltsposten ab einer gewissen Größe dem Volk zur Genehmigung vorzulegen, das haben nicht alle Kantone, solidere Finanzen, aber auch höheres Wachstum haben.